Rostock. Und auch heute eine Legung für dich und für deinen Herzensmenschen. Ich habe diese tolle Karten mitgebracht, Oracle of Vision. Und ja, die finde ich so total verspielt. Und ja, wir machen ein kurzes Update, was er dir sagen will. Und ja, so stimm dich da auf die Legung ein, was jetzt so gerade, was denkt, was fühlt, was ist so gerade los und wie geht es denn auch weiter. So. So, was will der dir denn sagen? Also, ich sehe hier, das würde ich jetzt sagen, der Gehängte ist es aber auch gar nicht, weil das ist hier für mich absolut eine Torbogen, eine absolute Leichtigkeit. Also ich habe hier sich getragen fühlen, in der Leichtigkeit zu gehen, in diese Energie ist er dabei. Ne? Also ich finde das großartig. Ja? Er sagt dir, ja, er sagt dir in Gedanken, ich habe so mit meinen tiefen Ängsten, habe ich die angeschaut. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe in der Tiefe meine Seele geschaut und das ist so. Und das sagt er dir auch, ja, dass er wirklich, ne, und es geht hier wirklich ein Stück weit darum, dass, ja, dass er halt dir auch bestimmte Dinge nicht gesagt hat, weil da auch eine bestimmte Zusammenhang noch damit ist, also wie gesagt, da ist auch eine bestimmte Zusammenhang dahinter und er möchte so, dass du das auch erkennst, weil er hält ja auch ganz schön viel von dir. Also der weiß schon ganz genau, dass du sehr viele Talente hast, auch vielleicht auch übersinnliche Talente hast, dass du viele Dinge so wahrnimmst, das ist so jetzt wirklich so der Update jetzt bei ihm, also definitiv. So, auf der Herzebene, was ist los? Also auf der Herzebene weißt du ganz genau, dass der Schlüssel bei dir ist, ne? Also dass du wirklich, dass du dafür, ja, dass du dafür, ja, die Möglichkeit hast oder da bist, dass es hier auch wirklich weitergeht, das weißt du ganz genau. Und dass du auch dafür noch etwas Zeit brauchst, das weiß der ganz genau, dein Herzensmensch. Und ja, also er weiß, dass du jetzt in einer Entscheidungsphase bist, was nimmst du dann, ja? Also hier sind, schau mal, hier sind also eine wundervolle Baum, hier siehst du auch Blätter vom Herbst, hier siehst du die Früchte, hier siehst du die Blumen und die Bienen, also der richtige Kreislauf. Er weiß, wenn du hier, also der richtige Kreislauf beginnst, dass es also, dass du auf was ernten wirst. Er weiß, du hast den Schlüssel und wenn du wirklich die richtige Entscheidung triffst, dann weißt du ganz genau, dass es also auch mit euch weitergeht. Und das ist großartig, ja, denn er hat total Liebesgefühle für dich. Du bist hier Lady in Red für ihn, ne? Also wie gesagt, mit der Blüte, mit deiner Schönheit und hier sehe ich auch eine, ha ja, das ist für mich eine kleine Kolibri und Kolibri hat eine hohe Herzfrequenz, ja, also du bist hier in der Herzenergie, in der Liebesenergie für ihn. Du hast auch eine ganz, ganz besondere, tiefe, sinnliche Ausstrahlung. Also hier auch bist du mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner Seele verbunden. Du bist also wirklich wie diese Sirene hier auch, also eine wundervolle, oder Meerjungfrau sagt er ja dafür im Deutsch, ja. Also auf jeden Fall, das ist ihm schon bewusst und du bist hier die Herzkönigin, ja, also die Treue, die Loyalität, was auch wirklich über mehrere Leben schon auch zwischen euch da auch wirklich besteht, diese Anziehungskraft, diese Sinnlichkeit und so weiter und so fort. Und ich hole jetzt für euch auch noch, was er dir zu sagen hat, weil ich habe die Karten vergessen, aber die sind jetzt gerade hier vom Nadine Breitenstein. Sprich mit mir, Orakel, wie geht es mit dem Wunschpartner weiter? 1 und 2. Und ich habe gedacht, ich mische die
Gar nicht so, sondern ich ziehe jetzt eine. So. Seht ihr, weiß ich gar nicht welche. Dann ziehen wir die hier. Er sagt dir, Treue und Loyalität, das Thema. Treue und Loyalität löst immer noch Ängste und schmerzhafte Erinnerungen in mir aus. Ich wurde in der Vergangenheit belogen, betrogen, ausgenutzt. Das steckt man nicht einfach so weg. Ich weiß, dass ich damit endlich meinen Frieden schließen muss, damit mein Herz heilen und sich der Liebe wieder öffnen kann. Ja, das war also heute wirklich mal eine ehrliche Ansage, ja, von deinem Herzensmenschen. Das will er dir sagen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Lass auch einfach einen Kommentar da, ein Abo da. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.